Hallo meine Süßen, ja, so jetzt wart's ein bisschen und stopp, bitteschön. Ich hab extra eine Trommelmannschaft für euch bestellt. So, aber nur gut, schwupp, schwupp, ne, wart ein bisschen, hoppi. So, hallo meine Süßen, jawoll. Ich muss euch dann ein bisschen richten, weil jetzt gibt's die Verlosung. Ihr habt es schon im Vorspann gesehen, wie ich fleißig geschrieben, geschnitten und gewutzelt und gezutzelt habe. So, ich muss jetzt aber noch einmal eine kleine Ansprache, verspreche ich euch, und dann geht's schon los. Und zwar, wo war sie jetzt die letzten zwei Tage, gell? Ja, macht eine große Ankündigung für Verlosung und Gewinnspiel und dann ist auf einmal futsch, die Tante Wohlfaden. Ja, die Tante Wohlfaden war in ihrem Keller und hat mit Baby Wohlfaden aussortiert. Das hat uns einfach so überkommen und wir sind dann hinuntergestartet in den Wohlfadenkeller und haben fleißig aussortiert und dort und geschlichtet und so weiter und so fort. Und dann hatte ich auf einmal ein urschweres Paket. Denk mal, was ist da drinnen, was ist da los? Bitte Kinder, eine ganze Kiste voll mit Perlen. Ich habe euch da ein bisschen was mitgebracht, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, was da alles so dabei war. Also unter anderem, ja, einmal solche süßen Charm-Anhänger, die zeige ich euch da noch da, so mit blau, mit blauem Stein, was so. Mit blauem Stein, dann habe ich da noch so ein Flügel gefunden. Aber ihr seht es nicht, gell? Also so Charms, die habe ich ja damals noch, wisst ihr, das Katerl ausgeschnitten, den Charm da drauf gegeben. Für diese Thomas Sabo-Style, also solche Sachen habe ich gefunden. Ja, also ihr seht es da unter anderem. Und dann habe ich noch, ja, Karabiner und Verschlüsse und so weiter. Hopp, hopp. Also alles Mögliche, große, kleine und so weiter und so fort. Und das ist so ein, ja, ein Knöpfe habe ich gefunden und Perlen und Glitzerperlen und alles Mögliche halt, gell. Ja, und deswegen war ich, dann haben wir natürlich angefangen zum Rausnehmen und zum Sortieren. Und deswegen bin ich jetzt ein wenig verschrumpelt die letzten zwei Tage. Ich hoffe, ihr mögt mir bitte, bitte, bitte verzeihen. So, das war jetzt die Erklärung. Dann muss ich leider auch noch etwas dazu erklären. Und zwar wurde mir von einer lieben YouTuberin, die Claudia, hat mir geschrieben, ja, ja, ist ja alles gut und schön, aber so einfach Verlosung ohne Regeln und ohne irgendwas kann man nicht machen, darf man nicht machen. Also, ich habe auch schon bei meiner Lieblingstirolerin gesehen, dass sie ihre 1500 Abonnenten-Special-Verlosung auch unter gewissen eben Voraussetzungen machen muss. Sprich, man muss dazu sagen einiges und das werde ich natürlich alles mir genau anschauen und werde natürlich dann auch regelkonform meine Gewinnspiele oder meine Verlosungen ankündigen und auch mit, man möge mir bitte auch verzeihen, die die geht bis wann und so weiter und so fort, das ist, habe ich auch nicht getan. Also ich beuge mein Haupt gegrämt und werde und verspreche Besserung, gell? So, jetzt haben wir das einmal, ich hoffe, dann habe ich nicht irgendwie noch was vergessen. Ja, also es haben wieder viele mitgemacht, wobei ich mir am Anfang dachte, oh, das gefällt gar nicht einmal so an jeden, oh, weil da doch einige geschrieben haben, naja, es ist schön, aber ich mache da jetzt nicht mit, weil ich trage sowas nicht oder ja, es ist halt, wie gesagt, und da ist mir halt dann eingefallen auch, nur ja, es gibt ja natürlich auch Menschen, die sind jetzt nicht so von Häkelpupperl oder Strickpupperl begeistert
Und ja, sondern erwarten Sie da vielleicht eben jetzt ein Bastelkanal, dass der Bastel Sachen verlost oder Ding werden. Also ich mache das eigentlich jetzt, also das behalte ich mir schon noch vor, das Recht, dass ich das verlose oder dass ich das zum Gewinn ausschreibe, was ich heute halt jetzt für richtig finde. Ich hoffe, das ist jetzt nicht überheblich oder klingt nicht überheblich, aber ich denke mir halt, wenn man immer wieder dasselbe macht, ja, ist schön, ist ja okay und wir lieben alle und so weiter, ihr wisst ja, Action und Vintage und so weiter und so fort, aber ich möchte mir das schon noch ein bisschen vorbehalten, dass ich mal eben, wie gesagt, hin und wieder mal was Gehäkeltes, was Gestricktes und so weiter und so fort verlose. Also es wird bei mir genauso Bastelzeugs zu gewinnen geben und so weiter. Und ihr habt es ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich eigentlich bei jede 100 Abonnenten etwas mache, weil ich mich ganz einfach drüber freue und ich merke, die Leute, ja, sie schreiben mir und kommentieren und wir telefonieren und also ich habe jetzt mit der Mira zum Beispiel telefoniert, also wir haben lang geplaudert, das war wunderschön, weil das war so, als wenn wir uns schon 10 Jahre kennen würden. Also da war kein, wisst ihr, manchmal gibt es so peinliche Pausen oder sonst irgendwas und das war es alles nicht, sondern drauf losgeplappert und das war einfach schön ja, also das ist das, was mir gefällt und so weiter und so fort. Also ja, ich möchte jetzt nicht in irgendwelchen Regelergüssen verfallen und so weiter. Die Andrea hat das sehr gut gelöst, wie ich finde, die hat das alles dann unten in ihrer Box da oder in der Infobox geschrieben. Ich glaube, das werde ich auch so machen. Dankeschön, liebe Andrea, für die Idee. Und ja, jetzt quatsch nicht so viel, Dante Wohlfaden, sondern jetzt komm endlich zur Verlosung. Was gibt es zur Verlosung? Ihr habt das eh schon gesehen. Ein schönes großes Kuscheltuch im Virus. Muster heißt das, ist vielleicht eh auch ganz passend, gell? Und die Farbe oder Farben, wenn ihr einen Farbverlauf wollt, dann können wir das natürlich auch gerne machen. Und je nachdem, also derjenige bitte, der möge sich dann melden bei mir und schickt mir eine E-Mail unter dantewollfaden@gmail.com. Ich werde es da auch einblenden, ihr könnt es dann sehen. Und ich würde sagen, wir beginnen die Verlosung. Dram, 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 bitte Trommelwirbel. Jawohl. Ja. Ja. Aber nur. So, meine Süßen. Jawohl. Dankeschön. Danke. So. Ich habe denjenigen oder diejenige. So, das heißt, wir machen zu, dass da keine Regelverstöße sind und so weiter und so fort. Wir werden das jetzt hier aufknicken und schauen. Ich gebe da noch ein bisschen den Finger drüber, damit es ein bisschen spannend bleibt. Und herzlichen Glückwunsch, Mops, Mops. Lieber Mops, Mops oder liebe Mops, Mopsin. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Und bitte, bitte melde dich bei mir. Und damit ich dir halt, es wird zwar noch, also es wird ein bisschen dauern, weil so ein Häkeltuch ist halt nicht in einem Tag erledigt. Ich hoffe, du bist da nicht böse drüber. Aber ich werde mich bemühen,
dass natürlich deinen Gewinn so schnell wie möglich fertig zu machen. Und ihr lieben anderen Putzi-Wutzi, seid bitte nicht böse. Ihr wisst, bei 400 Abonnenten gibt es wieder ein neues Gewinnspiel, eine neue Verlosung. Ja, mehr habe ich jetzt da noch nicht mehr zum Sagen, außer ich habe euch lieb, ihr wisst das ja. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch und vielleicht machen sie jetzt doch wieder mal alles auf und dass der Frühling kommt und die Blümchen sprießen und vielleicht kann man sich da mal vielleicht mit irgendjemandem in der Nähe, der was da in der Nähe wohnt, treffen und wirklich einmal ein Kaffeetscherl trinken oder so irgendwas oder telefonieren. Also ich würde mich auch freuen, wenn mich einer anruft. Das machen eh jetzt schon ein paar. Und ja, in diesem Sinn, herzlichen Glückwunsch. Dickes Bussi, ich danke euch für die vielen Abos, ja genau, Abos, und wir sehen uns wieder. Bussi, Baba, ihr Süßen, für euch.